Jo, Mahlzeit allesamt, hier ist wieder Chomp. So, ich habe jetzt mal hier zurückgesetzt, also ich habe ein paar Engel beansprucht hier, geclaimed. Wie man sieht hier, ich habe 37 Engel. Für jede Engel bringt mir 2% mehr Bonus, also mehr Profit. Erst wollte ich das nicht machen, aber ich dachte mir, okay, muss mal ein bisschen Gas geben hier, ich will Kohle. Ich brauche Kohle, ich will ausbauen hier wie blöde. Ein Engel habe ich geopfert, damit ich hier oben die nächsten Boni direkt anschalten kann. So, ich kaufe mal eine Ölfirma hier. Jetzt muss ich zusehen, dass hier schnellstmöglich wieder Kohle reinkommt. Ich habe so Bock hier gerade auf dieses Spiel. So, Events and Noises an. Das ist ja mein erstes überhaupt hier. Black and Blue Friday. Das ist hier dieser... Wie heißt denn das bei den Amis? Thanksgiving. Da gibt es einen Freitag, wo die einkaufen wie die Geisteskranken, weil da irgendwie ja bis zur Hälfte oder noch mehr günstiger ist. Da steht's ja. Rewards. Oh Gott, ey, ich habe so lange schon kein Englisch mehr richtig gesprochen. Aber ich kann es eigentlich ganz gut. Das kann ich versichern. So, gucken wir mal, was hier zu tun ist. Das sieht ein bisschen anders aus. Als auf der anderen Seite, wo man hier die ganzen Firmen kauft. Aha. 34%. Ach scheiße, ich hätte das vielleicht vorher erstmal kaufen sollen. Ach so, ich krieg die Prozente da unten als Profit. Ja, jetzt sehe ich das. Verdammt, dann habe ich das ja voll verschissen jetzt. Das habe ich mal richtig verkackt. Okay, ich konnte das nicht wissen. Alles klar, das hält 20 Sekunden. Gut, muss ich nächstes Mal drauf achten. Was? Anderthalb Stunden dauert das jetzt? Boah. Okay, in der Zeit muss ich schon einiges kaufen jetzt. Muss also ein bisschen schneller gehen. Hier gibt es wohl auch Manager. Ich sehe schon, das dauert hier recht lange. Das ist ja unvorteilhaft. Okay, muss man halt einfach mal ein bisschen mehr Gas geben. Oh, ich muss mehr kaufen hier. Das dauert ja ewig. Ich muss zusehen, dass ich hier erstmal Manager einstelle. Heiliger Strozak. Was kostet denn so ein Manager? Muss ich gleich mal gucken. Boah, alter Schwede. Ich muss ja irgendwann noch mal so eine Firma kaufen hier. Ach so, ja. Ich bin auch doof. Ich kann natürlich alles schon starten. Ach, ich bin ja bekloppt. Die sind ja schon da. Ja, ich war jetzt irritiert. Bei dem anderen muss man ja natürlich die Sachen erstmal kaufen. Die Firmen. Hier hat man ja schon alles. Ja, kann ich natürlich alles schon starten. Aber Gott, nee, klopp. Gut, konnte ich nicht wissen. I'm sorry. Und die Hilly-Billy-Muck im Hintergrund macht dann ja auch ein bisschen Matsch im Kopf. Aber ohne Musik wäre es vielleicht ein bisschen eintönig. Yeehaw! So, ich starte mal alles. Ich habe das Gefühl, mir wächst gerade so ein Cowboy-Hut auf dem Kopf. Ist ja Musik, echt. So. Ist ja auch wieder. Ne, das läuft noch. Gott, das dauert ja ganz schön. Plus lange. Oh. Hier ist Jonathan. Achso, das ist so eine Anlehnung an hier. 500, okay. 1000, 2000. Verdoppelt sich wohl alles. Ja, scheint sich zu verdoppeln. More power to man. Mit Starkwood. Stimmt, das verdoppelt sich alles. Also jeder Manager kostet doppelt so viel wie der davor. Okay, ey, ich kann jetzt einen kaufen, meine ich gleich. Mal wieder starten hier. Zap. Wo ist er? Da haben wir ihn. Ich schätze mal, ich versuche das erstmal alles auf 5 zu bringen. Swacken Stats. Okay, alle Profite. 100.000. Alle Profite mal 4. Gut, würde sich aber auch lohnen. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, na klar. Aber erstmal auf 100.000 kommen hier. Und der Merry Badge Badge. Merry Badge Badge. Okay, also ich habe jetzt ein Abzeichen erhalten. Ich muss irgendwie auf 1000 kommen, damit ich hier den nächsten Manager holen kann. Dann auf 2000 für den übernächsten. Und so weiter und so fort. Boah, dauert das lange.
Ich bin nicht sehr bekannt dafür, für meine Geduld irgendwie. Billy, Billy. My mother and my sister. Oh Gott. So sieht's aus. Ich muss auf 1000 kommen. Schnell, schnell, schnell. Zap, zap, dass man ein bisschen schneller gehen hier. Tausender. Alles klar. Gut, das ist mir auch schon mal aufgefallen auf der anderen Seite. Wenn man, immer wenn man zurücksetzt, also die Engel beansprucht und dann wieder von vorne anfangen muss, kriegt man natürlich immer dieselben Erfolge. Mal sehen, vielleicht hole ich mir irgendwann mal so ein bisschen Gold für ganz, ganz wenig Echtgeld, mal um den Tag vorzuspringen. Dann müsste ich so viel Kohle haben, dass ich ja viel schneller ausbauen kann und natürlich viel schneller Geld verdiene. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, das läuft hier 5 Tage oder so, ob das für diesen Event hier mitgilt. Oder ob das immer nur für die jeweilige, wie sagt man hier, naja, für die Seite, die man angeklickt hat gerade, ob das immer nur für die gilt dann. Fürs jeweilige Business, so, jetzt bin ich schon gerade. Das kostet ja alles richtig Geld hier. Das dauert ewig. Oh mein Gott, ich hoffe, das wird noch schneller unter 1000 zusammen. Geht gleich los. Ja, also ich mach dann zwischendurch natürlich erstmal ein bisschen weiter. Ich werde jetzt hier nicht ewig zeigen, wie ich hier eins nach dem anderen erstmal kaufe und so. Manager. So. More power to man. So, jetzt geht das auch ein bisschen flotter hier. Darum ist man nicht kümmern, muss nur kaufen. Ich krieg fast schon einen Ohrwurm von dieser Musik hier, echt. Das ist ja so eine Endlosschleife von 30 Sekunden. Oh, ich werd kloppt. Kaufen, kaufen, kaufen. So, gucken wir mal. Aha, aha. Okay, alles auf 5 erstmal, ja. Oder alles auf 6, dann krieg ich wieder was, kann ich wieder was freigeschaltet bekommen. Oh Gott. Ich muss schlafen. Ich hab noch keine Engel, verdammte Axt.